Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing von der Beauty Love The Natural Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese wundervolle Beautybox ist eine sehr, sehr naturnahe Box, beziehungsweise sie enthält naturnahe Kosmetik, Mensch. Und sie ist einfach großartig. Sie kostet ab 31,95 pro Box und erscheint alle 2 Monate. Wir haben, ich glaube, 6 bis 10 Beauty-Produkte hier drin enthalten und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Beauty Love The Natural Box Team. Und ich darf sie auch verlosen, jedenfalls eine Box an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ich habe auch noch zusätzlich, also hier kommen ja erstmal super viele Randinformationen am Anfang bei mir bei den Boxen, einen Code und zwar Green Claudia. Damit kannst du 10 Euro sparen und gönn dir auf jeden Fall hart. Ich freue mich immer sehr über diese Box, weil sie sehr speziell ist. Sie enthält, also erstmal ganz von außen, von Anfang an, sie ist aus Graspapier hergestellt. Also das ist ein super natürliches Kram, finde ich krass, ne? Also sehr, sehr nachhaltig und sie kommt auch super nachhaltig daher. Also wenn ich den Deckel jetzt zum Beispiel entnehme und euch zeige, wie es von innen aussieht, dann sehen wir immer so direkt, das ist anders. Wir haben es hier grün, es riecht auch immer sehr, sehr kräuterig und so. Natürlich heraus, es ist super angenehm. Es werden auch immer, ich glaube, 50 Cent pro verkaufter Box an die Organisation Treedom in Madagaskar gespendet. Die helfen dort den Bauern halt so ein bisschen nachhaltige Landwirtschaft zu lernen. Und das finde ich ziemlich cool. Genau, Labarababer, ne? Ich weiß gar nicht, heute ist jetzt der 1. Oktober, wo ich die Box bekomme. Das heißt, es ist die Oktober- und November-Box eigentlich. Ich muss aber nachher nochmal schauen, dass ich dann, falls hier Produkte für mein Full Face Beauty Boxen drin enthalten sind, ich das dann auch entsprechend richtig einkategorisiere. Wir haben sogar dieses Krüppelpapier ist aus recycelten Viechern. Ne? Das ist echt richtig cool. Und hier haben wir dann immer so ein bisschen das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Shaman Wood. Okay, sehr interessant. Da gucken wir uns nicht an, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, weil es nicht drinsteht. Aber hier sind die Produkte aufgeführt mit Preisen. Finde ich cool. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Gutscheine. Und das hier ist der erste Blick in die Box. Und es ist, ne? Es ist nicht dieses bunt Klimbim-Gedönsen, sondern wir haben hier halt wirklich alles sehr nachhaltig gestaltet und das gefällt mir. Man kann auch auf der Homepage immer genau nachlesen, beziehungsweise über den QR-Code, der hier immer mit drauf ist, welche naturnahen Kriterien das jeweilige Produkt erfüllt. Vegan, tierversuchsfrei, keine Ahnung, rampampam, ne? Das steht dann da auch immer echt toll mit bei. Und ich starte jetzt erstmal mit dem ersten, was hier oben aufliegt. Und da haben wir hessklangkonzepte.de. Okay, das kommt mir bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar letztes Jahr in dem Beauty Love the Natural Box Adventskalender drin war. Gibt jetzt ja auch bei der Meta Crew tatsächlich die ganzen Adventskalender. Da könnt ihr gerne mal in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch auch den Link reingesetzt dazu. Ich glaube, das ist so eine kleine Om-Klangschale, ja. Das finde ich sehr, sehr ulkig. Aber ich meine, gut, das Thema ist ja auch Shame and Wood. Do more of what makes you happy steht hier mit bei und du hast hier einen Gutschein mit drin bei Hess Klangkonzepte über 10 Euro. Und ja, hier ist auf jeden Fall dieses Kärtchen, wo drauf steht, dass du mehr für dich selber machen sollst. Schläge sanft, die Mini Travel Zen, Zen Klangschale. Von außen mit dem Schlägel an und lass dich durch den klaren Ton zentrieren und erinnern, dass du wertvoll bist. Also ich finde es auf jeden Fall von der Idee her gut, aber das ist mir einfach zu sehr um. Ne? Also da bin ich nicht für zugänglich, um das mal so zu sagen. Hier haben wir die kleine Klangschale und da war auch drin so ein Vlies, damit da nichts kaputt geht oder so. Und hier haben wir auch den Schlägel und ich kann die ja mal anschlagen. Ja, ne, ich bin einfach ein viel zu unruhiger Mensch für sowas, muss ich gestehen. Aber es ist schon irgendwie nice, ne? Also definitiv bestimmt
freuen sich da Menschen drüber. Für mich ist es einfach zu weit woanders. Also ich meditiere nicht in dem Sinne. Es ist so, dass ich mich gerne bei uns in den Garten setze oder dass ich mich auf die Terrasse setze, auf einen Stuhl und dann quasi wirklich, also das kann ich stundenlang machen, einfach auf unseren Teich starren oder den Vögeln dabei zugucken, was die gerade im Baum machen oder den Fischen dabei zuschauen, was die im Teich machen, den Bienen dabei zuzuschauen, wie sie durch die Gegend summen und so weiter, ne? Auf jeden Fall kann ich definitiv, aber das ist tatsächlich nicht so wirklich meine Welt. Nein, bin ich nicht so für zu haben. Okay, dann nehmen wir uns mal das nächste Produkt vor und hier haben wir, das finde ich übrigens cool, ein Intimate Oil mit Aloe und Hanf. Yorkaya ist das von der Marke her. 99% natürlich, vegan und tierversuchsfrei steht hier hinten drauf. Und die Verpackung ist FSC-zertifiziert, 30 ml sind hier enthalten. Und ich habe eben noch geschaut, welches Öl ich aus meinem Backup demnächst nehmen kann, um es für eben mein Unterstübchen zu verwenden, weil ich habe mir angewöhnt, meiner Mumu was Gutes zu tun und ihr wirklich jeden Abend, wenn ich mich eincreme oder bevor ich mich eincreme, da so ein Öl dran zu machen oder ein Serum oder was auch immer, ne? Und das finde ich jetzt cool, weil da habe ich mir jetzt einfach übergangsweise ein Gesichtsöl genommen, aber das kann ich jetzt austauschen mit dem hier. Aloe Vera ist sehr pflegend und Hanf ist sehr beruhigend. Deswegen ist es toll, ne? Kannst du dann super verwenden, nachdem du dich rasiert hast oder sowas. Und wenn das halt extra dafür Produkte sind, ist es noch ein bisschen besser, weil das sind dann meistens auch Produkte, die keine Parfümstoffe oder sowas haben und die dann auch einfach für die ganze pH-Geschichte da unten besser ausgewogen sind. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich wirklich sagen, weil das ist fast schon Gedankenübertragung. Ich habe eben das wirklich eben kurz bevor ich hier das Video gemacht habe. Es riecht auch wirklich nach nichts. Das finde ich super angenehm und es kommt gleich direkt in mein Badezimmer. Ja, da brauche ich aber die Verpackung nicht mehr. Läuft! Richtig gut. Als nächstes haben wir hier ein Produkt drin von einer Marke, die ich einfach super gerne in letzter Zeit in den Händen halte. In der Brigitte-Box hatten wir die gerade auch, glaube ich, erst drin. Mud Masky Mineral Infused Double Cleansing Mask 3-in-1 Formula. Die ist halt zur Gesichtsreinigung mit 75 ml und die braucht nicht lange auf dem Gesicht. Die machst du dir, also du wäschst dir quasi die Hände, machst dir dann quasi die Maske drauf, kannst du die Zähne putzen oder dich anziehen oder, keine Ahnung, eine Frisur machen und dann kannst du die abwaschen und ja, die soll halt das Gesicht reinigen, die Poren verfeinern und alles irgendwie schöner machen, hydratisieren und Nieren und alles gleichzeitig, finde ich sehr interessant. Aber ich muss auch wirklich dazu sagen, dass die Marke Mud Masky wahrscheinlich ist sie einfach mal ihr Geld wert, ne? Denn bislang fast alle Produkte, die ich davon hatte, eigentlich alle, sind mir positiv in Erinnerung geblieben. Also da war jetzt kein Produkt mit dabei, wo ich gesagt habe, puh, mag ich gar nicht. Ne? Also ich freue mich immer, wenn es mit drin ist. Ist halt ein super teures Produkt und deswegen bin ich froh, dass wir das öfter in den Boxen einfach finden. Ne? Das finde ich echt klasse. Und ich glaube, die hatte ich auch schon mal aufgebraucht. Bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Dann habe ich hier einen Lippenbalsam mit dabei und zwar von Bio Oh Yes Loving Nature. Hallo, ich bin Ginger mit Bio-Ingwer-Extrakt, Naturkosmetik-Lippenpflege, 100% recycelbar, ohne Tierversuche, ohne Mineralöle, aus recyceltem Plastik und Papier. Und ja, ein Lippenpflegestift kann man immer gut gebrauchen. Ingwer ist ja auch irgendwie so ein bisschen als Superfood bekannt. Also ich trinke ja zum Beispiel auch super gerne die goldene Milch. Super gerne ist jetzt hart übertrieben. Ich zwänge sie mir rein. Mittlerweile mag ich sie auch relativ. Und die mache ich mir dann mit Mandelmilch einfach zusammen. Und in der goldenen Milch hast du ja auch irgendwie Kurkuma und Ingwer und Rampampam drin. Und ich merke einfach, dass es auch wirklich gut tut. Dementsprechend finde ich es echt nett, dass es mit drin ist. 4,8 Gramm ist in so einem Ding drin, CO2-neutral. Das kommt auch immer mehr, ne? Dass Leute oder Firmen drauf, dass Leute das draufschreiben, dass die Firmen das draufschreiben, dass die Produkte CO2-neutral sind. Das mag ich. Jo. So, kommen wir zum nächsten Produkt und zwar von Art Deco haben wir hier etwas drin. Siehst du, das ist nämlich jetzt ein Produkt, was jetzt auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen für entweder September oder Oktober mit reinkommen wird. Natural Cream Lipstick, Green Couture, das habe ich auch gesehen, dass Art Deco jetzt so eine grüne Reihe mit rausbringt mit 4 Gramm. Ein seidig glänzender Lippenstift in der Farbe Natural Cream Lipstick 643 Rasin. Rasin ist, glaube ich, Traube, ne? So schaut es aus.
Und ja, wie gesagt, Frühstück für die Boxen ist am Start. Ich hatte letztens auch eine Bestellung aufgegeben bei Parfümerie Pieper, glaube ich. Da habe ich nämlich Adventskalender bestellt und da habe ich auch das ein oder andere Produkt von Art Deco mitbestellt. Und da hatte ich auch erst drüber nachgedacht, mir so einen Lipstick zu holen aus dieser natürlichen Reihe. Hab mir dann aber gedacht, nee, Claudinchen, du hast genug Lippenstifte, du brauchst es nicht. Tja, Schicksal, ne? Bringt es dann zu mir. Oh ja. Denn ich habe mir auch den Blush oder den Bronzer mit diesem Motiv auch bestellt. Mega hübsch. Ne? Mag ich wirklich gerne leiden. Ist ein toller Ton. Riecht nach nichts. Und den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Da freue ich mich auch richtig drüber. Das finde ich klasse. Das finde ich richtig, richtig klasse. Ey Leute, wir haben hier gleich noch mehr dekorative Kosmetik drin. Und die wird uns aus den Socken hauen. Als erstes habe ich hier aber ein Kissenspray. Geil. Ich liebe diese... ich weiß nicht, irgendwie ist das auch gerade Trend, dass es gefühlt in allen möglichen Adventskalendern zu finden ist, aber ich feiere das hart. Ne? Also selbst in Adventskalendern, wo wir es nicht vermuten würden, finden wir Kissensprays. Und hier haben wir jetzt in der Beauty Love the Natural Box ein Durance Provence France Brume d'Oreiller, ein Pillow Perfume, also quasi für, ne, Kissenparfüm, für Fleur de Coton, ein Cotton Flower 50 ml Kissenparfum. Und sowas ist auch so ein bisschen dafür da, einfach... Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber immer wenn ich in ein frisch gewaschenes Bett reinsteige, kann ich einfach besser schlafen. Und das hier soll ja nach frisch gewaschener Wäsche, also nach Baumwolle duften und das finde ich klasse. Lavendelduft nehme ich ja super gerne oder Jasminduft mittlerweile auch, so zur Beruhigung und so, das ist auch total schön. Und ja, wenn man hier dann noch wirklich dieses frisch gewaschene, das hat eine ähnliche Wirkung auf mich. Total klasse, finde ich super und das freut mich mega, also ne? Hier haben wir schon richtig, richtig, richtig coole Produkte in der Box drin. Auch wenn ich dieses Shaman Wood, dieses Schaman Holz, Wald noch nicht so ganz verstehen kann. Aber das ist nicht schlimm, weil die Produkte einfach so geil sind, meiner Meinung nach. Hier habe ich ein Produkt mit drin. Das hatte ich letztens schon tatsächlich auch in einer anderen Box. Deswegen ja, freut sich dann wahrscheinlich jemand anderes darüber, dass er das, was ich jetzt doppelt habe, demnächst von mir bekommen wird. Pixie Glow von Pixie by Petra. Dieses Pixie Glow Cake Gedöns mit 24 Gramm habe ich hier nämlich in der Farbe Pink Champagne Glow. Ich glaube, in der Pink Box war das auch schon drin enthalten, ne? Genau, da hatte ich mich auch so drüber gefreut. Und das ist wie so eine komplette Face-Palette zu sehen, nur halt mit Glow. Also du hast hier auf jeden Fall in der Mitte, sieht man ja auch ganz gut den Blush. Hier ein bisschen so ins Bräunliche gehen, könnte man als Bronzer oder Bronzer-Topper verwenden. Und auf dieser Seite den Highlighter quasi, der ein bisschen rosé-mäßiger ist. Und ich persönlich freue mich da sehr drüber, dass es in dieser Box enthalten ist, weil das ein riesiges Produkt ist. Und ich finde es einfach klasse. Da ich das jetzt doppelt habe, wird eins davon demnächst verlost werden. Oder in einem Adventskalender zu finden sein. Und ich glaube, ich meine, ich habe jetzt echt genug hier schon aus der Box rausgeholt, aber ich hatte das schon mal ganz am Anfang, dass ich leider irgendein Produkt vergessen hatte. Deswegen überfliege ich das Ganze jetzt hier nochmal ganz kurz. Nee, ich habe die 6, 7 Produkte gezeigt, die jetzt auch in der Box drin enthalten waren. Und meine Herren, war das ein cooler Inhalt. Wirklich. Also klar, dadurch, dass alles so natürlich ist, ist das Ganze natürlich auch so ansprechend, finde ich, weil das so einen freundlichen Gedanken gibt. Und das macht die Box halt auch ein Stück weit aus, ne? Und ja, wie gesagt, gönnt euch auf jeden Fall hart den Code, den ich euch in die Infobox geschrieben habe. Schaut bei den Links vorbei. Ich habe die Produkte auch unten in der Infobox mal alle verlinkt. Ich bin hin und weg. Geiler Inhalt, 31,95 für die Produkte. Sahnehäubchen, auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also wir haben hier wieder einen mega krassen Wert und ich bin begeistert. Ja, vielen Dank für die Kooperation, Leute. Ich finde das so mega geil. Das ist eine ganz, ganz tolle Box. Ich bin auch gespannt, was der Adventskalender zu bieten haben wird. Ja, und so halt. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch hier von mir und dem Video. Und wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Abo-Boxen, Beauty-Boxen, Unboxen-Gedönsen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!